Ah, tá, está massa. Mein Junge, bist du beschäftigt? Stört's, wenn ich dich anrufe? Du bist wirklich ein guter Zuhörer. Also, ich bin nicht böse wegen dem Krabbenrangoon. Ich weiß, das ist nicht jedermanns Geschmack. Aber es würde dich freuen zu hören, dass ich den Koch wegen seiner Inkompetenz hinrichten ließ. Oder was, seine Familie? Naja, wie auch immer. Nächstes Mal gibt es mehr Auswahl. Nie wieder werde ich einen scheiß Fernsehkoch entführen. Was heißt das? Oder? Oh, mal gucken. Autsch! Und das war ein toller Trick. Da ist da extra so ein Ding zum Hochklettern. Na, der verfolgt mich doch wohl nicht. Das Mistvieh. Muss ich den Donner jagen? Nee. Wird mir einfach angezeigt, ne? Okay, Granaten. Ja, komm, hups. Ach ja, es wird dämlich programmiert, ey Mann. Gucken, was ist denn der? Ja, bleib bloß weg, du Vieh. Ich da hinten so machen können, dass man da kurz hochklettern kann, ne? Und manchmal. Da muss man hoch. Hier sieht das aber schlecht aus mit hochklettern. Ah, komm her, hups mal ein, zwei. Aua, ins Wasser. Soll ich hier irgendwo höher kommen? Ah, geht doch. Kommen wir da noch hoch? Hep. Also. Flackt. Gehen wir mal hier lang. Ah, hallo Steinböcke. Ah, ich tue euch nichts. Was hat mir das jetzt gebracht? Gar nichts. Ah ja. Geht's auch steil runter. Schnell rüberhuschen. So. Oh, guck mal da oben. Ja, ich sehe dich schon. Okay.
Ehre, Sohn des Mohan. Es überrascht mich, dass du es ganz alleine hierher geschafft hast. Hey, du. Zabal wartet in der Nähe des Turms auf dich. Dann laufen wir mal in die Richtung. Da ist das Türmchen. Oh, ist da sogar ein Gleiter? Ah ne, es sah nur so aus. Boah. Ganz schön tief. So, dann gehen wir mal rein. Guten Tag. AJ, du hast es geschafft. Sehr gut, Sohn des Mohan. Warum hilft ihr mir eigentlich? Du bist der Sohn von Mohan Gale. Vielleicht weißt du es nicht, aber der Name hat großes Gewicht in mir gehabt. Vor allem für den goldenen Pfad. Ob diese Soldaten noch nach mir suchen? Paganin, alles dran setzen, dich zu kriegen. Verdammt, ein paar von Pagans Männern haben uns aufgespürt. Sie werden jeden Moment hier sein. Es wird einen Kampf geben. Die Lawine erwischt. Oh. Hilfe naht. Du bist nicht leicht zu töten, Bruder. Gott sei Dank. Ist doch gut so, oder? Ja. Wie hast du mich gefunden? Wir haben Pagans Heli gesehen. Er kommt nie so weit in den Süden. Ich wollte wissen, warum. Du hattest Glück, dass wir in der Nähe waren, als Darpans Textnachricht kam. Tja,
Wir sind da. Willkommen in Banapur. Heimat des goldenen Pfads. Wer ist das? Wo ist Dapan? Er hat es nicht geschafft. Das ist AJ Gale. Mohans Sohn. Damit wir uns verstehen. Dapan ist tot? Hm? Und du bringst mir den hier? Hey, ich habe nichts mit der Sache zu tun, okay? Ich suche nur nach Lakshmana. Wir stecken mitten in einem Scheißkrieg. Wir haben keine Zeit für Touristen. Was hätte ich denn tun sollen? Ihn da lassen? Verzeih, Bruder. Amita ist etwas empfindlich. Ich rede mit ihr. Aber Lakshmana, das klingt, als wäre es ein Tempel oder Schrein. Wenn das so ist, ist es im Norden. Der Norden ist Feindterritorium. Da kommen wir nicht hin. Noch nicht. Bekomm den Kopf frei. Komm zu mir, wenn du soweit bist. Hm? Banapur. Tja, hoppala. Da gucken wir doch mal. Ah ja, könnte man ja auch mal gucken. Ah, da haben wir Messer. Was Mampfen, die Knarre, Granaten. Okay. Ich will nichts mit Bagan Min und seinen Soldaten zu tun haben. Ich will einfach nur meine Ruhe. Ich will nichts mehr von ihm hören. Wenn das nächste Mal sein Name fällt, sollte der Satz besser mit "ist tot" enden. Mein Ehemann näht gerne. Früher hat er Kleidung für die ganze Familie gemacht. Jetzt stellt er Uniformen für den goldenen Pfad her. Das war nett. Oh, Namaste. Seht, wenn der Wind hereinweht. Ja, guten Tag. Stolze Preise, ne? Also hier kann man auch was verkaufen. Nichts kaufen oder verkaufen? Kein Druck. Ist ja nicht so, als müsste ich eine Familie ernähren. Ich hab doch gekauft, du blöde Kuh.
verkauft auch. Die Anführer des goldenen Pfads? Wie ein zweiköpfiger Elefant ziehen. Jetzt noch mal sowas. Sabal sagt, ich soll das nicht machen. Ich bringe dir nur bei, dich zu verteidigen. Ah, der Tourist. Ich bin Amita. Das ist Badra. Hi. Üb weiter. Du, ich habe da etwas überreagiert. Es ist Krieg. Ständig verlieren wir Männer, die Arbeit wird nicht weniger. Kann ich irgendwas tun? Ich bin kein Soldat, ich möchte helfen. Okay. Klar. Da ist eine Farm, nicht weit von hier. Kanan führt sie, aber sie ist alt und bräuchte deine Hilfe mit ein paar Wildtieren. Ihre Felle müssen unversehrt bleiben, also nimm das. Badra, was machst du? Heb ihn auf. Versuch's nochmal. So ist gut. So, Wolf's Den. Okay. Dann machen wir jetzt hier erstmal einen kleinen Cut.